Hallo, jetzt unser nächster Teil, OpenSUSE. Ich hatte schon mal ein kleines Video gemacht, aber allerdings nicht auf YouTube, mit dem KDE-Desktop von OpenSUSE. Und während ich hier babbel, starte ich das lieber mal mit dem KDE-Desktop und hatte dabei leichte Aufzeichnungsprobleme. Rekord, mein Desktop lief da nicht. Hier haben wir die OpenSUSE Version 12.3 mit GNOME-Desktop. Und hier mache ich es in VirtualBox. Kleiner Hinweis. VirtualBox habe ich so eingestellt, dass es keine 3D-Grafikbeschleunigung gibt und nur eine CPU. Dadurch schlägt bei manchen Distros die CPU richtig weit aus, ne, weil es hier keine 3D-Grafikbeschleunigung gibt, macht aber die Systeme schön vergleichbar, so dass manche Systeme etwas besser abschneiden, wie zum Beispiel unser letztes. Gut, hier noch ein kleiner Hinweis, ne? Hier gab es bei OpenSUSE irgendwann mal eine Übernahme von Novel. Und da gab es einen unschönen Deal mit Microsoft. Könnt ihr euch da durchlesen. Deshalb ist das für mich kein Betriebssystem, das ich verwenden werde. Aber das ist Einstellungssache. Viele verwenden OpenSUSE gerne. Aber ich zeige euch mal einen weiteren Grund, warum ich das definitiv nicht bei mir installieren werde. Weil es sehr eigentümliche Lizenzbedingungen hat. Die schaut ihr euch bitte mal an und bildet euch euer eigenes Urteil. Ja. Schauen wir da mal rein, was da alles so steht. Ja. Da sind Lizenzbedingungen, die man sonst nur für ein Windows-System kennt. Ne? Da gab es, wie gesagt, auch den unschönen Deal zwischen Novell und Microsoft, dass man da quasi Rechte an Linux quasi Microsoft zugesprochen hat oder versuchte. Und gut, die können wir schön ignorieren, weil kann Microsoft sowieso nicht erwerben, weil was Open Source ist, ist nun mal Open Source. Gut, jedenfalls, gefällt mir das an dem System ganz und gar nicht und kommt bei mir nicht auf die Platte. Aber wen das alles nicht stört, ja, Microsoft-Umsteiger, Windows-Umsteiger, die haben sowieso den gleichen Deal, ne? Installation abbrechen, dass sie ein Betriebssystem haben, das in den USA beheimatet ist und seit 2007 von den Geheimdiensten ausgespäht wird. Ne? Stichwort Prism kennen wir. Gut, wenn das alles nicht juckt, der hat ein schönes, stabiles Betriebssystem und wir schauen mal da kurz rein, was da alles so ist. Hier mit GNOME Desktop. Stop. Damit wir da mal so reinschauen. Hier übrigens der Hinweis. Hier sieht man jetzt mit dem GNOME System Monitor also recht schön, dass ich eine hohe CPU-Auslastung habe, weil meine virtuelle Maschine keine 3D-Beschleunigung hat. Das heißt, wenn ihr eine Grafikkarte habt im echten Rechner, die einen Teil übernimmt, dann habt ihr natürlich nicht so eine hohe CPU-Auslastung. Was haben wir denn hier? Release 12.3 Darth Maus. Heißt so viel wie Pfeilmund. Gut. Kernel haben wir einen 3.7.10er Kernel drin. GNOME eine etwas ältere Version 3.6.2. Gut. Das ist dieses. Was ich ganz interessant fand, hier ist das GNOME Tweak Tool direkt mit drin. GNOME Tweak Tool. Das finde ich gut. Wir sehen auch, wir haben die Window-Buttons direkt auf der rechten Seite, wie es vielleicht dem Windows-User gewohnt sind. Auch sehr schön finde ich das Add-Writer-Theme, das ich gerne benutze. Ich stelle dann gerne die Schriftarten für den Windows-Titelfont etwas größer, weil ich so ein Touchscreen-Display habe. Select, ne? Dann kann ich da mit meinem dicken Finger besser drauf klatschen. Oder ich benutze den Text-Scaling-Faktor. Dann wird das alles ein bisschen größer, so wie in diesen Video. Gut, ganz so groß machen wir es nicht, sonst wird der Text verzerrt. Machen wir 1,2. Gut. So, was haben wir denn da? OpenSUSE GNOME Desktop. Gut. Wie gesagt, hier der Live-Installer Firefox. Schauen wir mal. Wir sehen, wir haben ein E-Mail-Programm. Ist es nicht schön? Wir haben tatsächlich mal ein Live-Distro mit E-Mail-Programm in unserer Serie. Sehr schön. Gut, hier vorbildlich, hier kann man sich wirklich aussuchen, was man will. Manche Distros sind gebunden an einen bestimmten Hersteller, haben zum Beispiel Google nicht drin, weil die mit Yahoo einen Deal haben oder ähnliches. Ne? Hier kann man sich noch aussuchen, was man möchte. Firefox Help
gebaut. Zum Zeitpunkt dieses Videos haben wir die 19er Version drin. Nicht die neueste, nicht die älteste, ist in Ordnung. So, wir haben natürlich Evolution. Wenn ich Evolution starte, müsste ich es jetzt erst konfigurieren. Mache ich jetzt nicht. Ich gehe stattdessen auf das GNOME Terminal. Ne? Könnt ihr auch oben eintippen. Evolution-Version. Evolution ist dann in der Version 3.6.3 drin. Wie gesagt, wir haben hier Unname SA. Ein 3.7.10er Kernel drin, also ein recht aktuelles, nicht das neueste, nicht das älteste, passt. LSB Release -A. Haben wir OpenSUSE 12.3, Darth Maus Pfeilmund. Gut. Noch ein Hinweis zur Installation. Ich hatte letztens das auch mal installiert. Da gab es ein Problemchen, und zwar mit den Repositories. Gehen wir auf die Systemeinstellungen. Ich glaube, das muss ich aber über den YAST einstellen. Über die Systemeinstellung kriege ich es, glaube ich, nicht. Hier ist ein zusätzliches Symbol. Das ist hier OpenSUSE spezifisch. Da haben wir YAST drin. Da haben wir sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten. Und in den Software-Repositories, also in den Software-Paketquellen, war, nach meiner Erfahrung zumindest, in den Non-OSS musste man, wo ich probiert habe, hier noch hinzufügen, dass die Non-OSS-Version noch SUSE hinten dran hatten. Na, wer das bei der Installation hat, das Problem, der kann das entsprechend lösen. Oder halt über die Kommandozeile CD etc. Schrägstrich, wenn nicht schlecht, etc. ls. Da haben wir einen Unterordner namens zyp. CD, Z, Y, PP. Zack, LS. Und da gibt's die Repos D, CD, Repos D, LS. Und da ist die Datei drin. Sudo, nano, repo, minus, non, minus, OSS, Punkt repo. Und da steht der Pfad auch nochmal drin. Also bei mir, bei meinem Versuchen, vielleicht ist der Fehler inzwischen behoben, musste hier noch hin SUSE. Ja, klappt mit oder ohne Schrägstrich kann ich jetzt nicht sagen. Jedenfalls musste das da rein. Terminal haben wir übrigens das GNOME Terminal 3.6.1, also kein ganz aktuelles GNOME. Gut. Gehen wir nochmal auf die Aktivitäten. Wir haben hier Empathy. Rhythmbox als Musikabspieler, Shotwell. Und wir haben ein nicht ganz aktuelles LibreOffice da. Das war, glaube ich, auch noch eine etwas ältere Version, 3.6. Ja, gucken, sehen wir gleich. LibreOffice auch nicht ganz aktuell. GIMP, habe ich gesehen, ist die 2.8er Version drin. Hatte ich in diversen anderen Videos jetzt schon gezeigt, brauche ich nicht mehr zeigen. GIMP hat die Version drin, wo man auch den Einzelfenstermodus hat gebaut. Hier ist noch die ältere Version 3.6 drin. Ja, muss ja nicht schlecht sein. Gut, dann wie gesagt haben wir hier Files, was nichts anderes ist als der Nautilus hier unter dem GNOME Desktop. Hier sehen wir auch noch die ältere Version mit dem spackigen Symbolchen, die man sich aber einschalten kann. Hier muss man Connect to Server auch noch hier rüber machen. In den neueren Nautilus-Versionen gibt es hier so ein Symbol. About Files haben wir 3.6.3, also alles nicht mehr ganz so aktuell, muss aber nichts Schlechtes sein. Nicht ganz aktuell kann auch heißen, läuft stabiler. Gut, gehen wir nochmal auf YAST. Ich könnte jetzt auch mit Alt F2 direkt ein Kommando eingeben. YAST. Muss man sich merken, ich glaube, groß geschrieben, YAST. Gut. Will's nicht. So ging's jedenfalls nicht. Müssen wir nochmal gucken. Gehen wir da drauf. YAST. Ah. Vorne groß, hinten auch groß, in der Mitte ein kleines A. Gut, muss man wissen. Ist ja kein Problemchen. Gut, da haben wir also sehr viele interessante Sachen. Netzwerk-Time-Konfigurator, da kann man sogar die
Netzwerk-Time-Protokoll-Abfrage, ne, wo man sich die Uhrzeit aus dem Internet holt, sogar in einem Changehold-Jail ausführen lassen. Also das ist für ganz Paranoide ganz nett. Netzwerk NFS-Client kann man dort einstellen. Das ist, ich sag mal, das Pendant von Linux zu Samba. Einstellung sehr schön gemacht. Viele Sachen, die ich sehr, sehr gut finde. Firewall-Einstellungen. Man kann hier ähnliche Einstellungen machen, wie man sonst bei einem Router machen würde. Firewall jetzt starten, Schnittstellen, erlaubte Dienste, welcher Client, welcher Server, Masquerading, Broadcast und so weiter. Regeln hinzufügen, sehr schön gemacht. Abbrechen, ja. Hardening, ne? Systemhärtung, sehr gut, habe ich auch so unter Ubuntu noch nicht gesehen. Hier kann man genau einstellen, was wie sicher ist, ne? Heim, wie auch immer. Deshalb vielleicht auch die ganzen Exportbeschränkungen, USA, wie auch immer. Nicht, dass man das System so härtet, dass selbst die USA nicht mehr gucken kann. Das wäre ganz furchtbar. Remote Administration mit VNC. Remote Desktop. Sehr schön. Windows Domain Manager. Hier sieht man doch so ein bisschen, hier ist da sogar ein bisschen Windows Logo mit drin. Wenn man also in einer Windows Domäne sich befindet, vielleicht in einer Firma, dann kann man das direkt einstellen. Ne? Sieht man also auch selten. Users and Groups, Benutzer und Gruppen unter Ubuntu ein bisschen verkümmert. Hier kann man es noch schön einstellen, welche Gruppen, zu welcher Gruppe hört man hinzufügen. Könnte man jetzt zum Beispiel VBox Users noch hinzufügen oder ähnliches. Kann man alles sehr, sehr schön einstellen. Also, ja, brechen wir ab. Mail, Server und so weiter. Partitionierer ist drin. Hier kann man die Spracheinstellung machen. Gut, bei der Installation wird es dann eh eingedeutscht. Kann man aber hier notfalls auch machen. Es gibt auch für TV-Karten. Wer also eine Einsteckkarte hat oder irgendwie ein USB-TV, wie auch immer, kann man hier noch die TV-Karten, um Fernsehen zu schauen, hier einstellen, zum Beispiel Hauptauge. Ne? Sehr viele Möglichkeiten oder von ATI, welche auch immer oder andere Anbieter. Sehr schön. Gut, abbrechen, hat also viele Optionen, sehr gut. System Backup und Restore haben wir drin. Wir haben sudo, kann man hier auch einstellen, wer jetzt zu den Sudoers gehört, also wer quasi was installieren darf, ne? Hier auf der Live-CD natürlich der Root-Benutzer-Alias und wie auch immer. Muss man sonst per Terminal machen, wenn man das so machen will. Sehr, sehr viele schöne Optionen, die ich gerne auch mal in Ubuntu sehen würde. Softwareverwaltung wird gestartet. Kann man jetzt, ne, aktualisiert sich das Ganze noch. Paketverwaltung. Repositories laden. Das warten wir mal kurz ab. Aktualisierung überspringen. Könnten wir jetzt mal kurz machen, weil das sonst zu lange dauert. Gut. Überspringen. Und könnten uns dann anschauen, was wir da so hätten. Ne, zum Beispiel Grafik. Könnten wir reinschauen. Hier kann man was suchen. Zum Beispiel GIMP. Kann man suchen. GIMP haben wir drin. Version 2.8.2. Und so weiter. Also alles sehr schön gemacht. Was ich noch gesehen habe, was ich unter Ubuntu so noch nicht gesehen habe, wahrscheinlich auch wieder ein Hinweis auf Verbandelung mit Microsoft, aber nützlich für die, die es machen müssen, weil sie sich in einem Windows-Netzwerk befinden, Online-Accounts. Und hier habe ich dann gesehen, es gibt hier Microsoft Exchange, ne? Noch mit drin. Ein Online-Account kann man damit einem Mail-Server vom Microsoft-Kalender so weiter abgleichen. Wer also sowas braucht, ne? Kompatibilität befindet sich als einer von wenigen Linux-Usern im Windows-Netzwerk und will sich mit einem Exchange-Server abgleichen, kann das hier machen. Gut, wunderbar. Sound-Settings, schauen wir mal hier. Wie gesagt, das System hätte ich sonst empfehlen können. Eines der
ja, ich sag mal, von den Optionen her besten hier im Test. Und wären die gewissen Verbandelungen und Lizenzbedingungen nicht, wäre das Ding nicht irgendwo in Utah beheimatet, in den USA, dann hätte ich damit wahrscheinlich kein Problem. Hier fehlt übrigens der Schließen-Button, ne? Schließen-Button bei dem Ding. Sehr schön. Rechtsklick, Hintergrund der Arbeitsfläche ändern könnten wir ja auch. Rechtsklick geht hier nicht, muss man hier rüber machen. Systemeinstellungen, Hintergrund. Hier sind nur recht wenige Bilder voreingestellt, kann man natürlich welche dazufügen. Aber hier gibt es zum Beispiel nicht die Möglichkeit, etwas automatisch aus dem Internet nachzuladen. Muss man manuell machen, ist aber so kein größeres Problem. Wie gesagt, Details. Wir haben endlich mal ein System, bei dem auf der Live-DVD ein Mail-Programm bereits vorinstalliert ist. Bei den anderen ist es vielleicht deshalb nicht drin, damit man, wenn man eine Live-CD verwendet, also noch nicht installiert hat, keine Mails herunterlädt und dann beim Neustart erstaunt feststellt, dass die alle weg sind, weil es ja nur hier auf der Live-CD im RAM ist. Gut. Ansonsten, wie gesagt, ein schönes GNOME. Ja, schönes GNOME. Type-to-Search, also wer hier übrigens das Terminal starten will, muss GNOME-Terminal eingeben, sonst wäre das nichts. Ne? Terminal. Na, sonst findet man das nicht. Es genügt nicht einfach Terminal einzutippen. So, wie gesagt, schönes Ding eigentlich, ne? Bis auf die komischen Lizenzbedingungen, Verbandelung mit Microsoft. Und zum Zeitpunkt dieses Videos haben wir da unsere Problemchen mit den USA, dass da niemand jemand traut und ich schon mal gleich gar nicht. Und deshalb kommt das bei mir nicht auf die Platte. Obwohl es ursprünglich mal in Deutschland entwickelt und nett war, durch die Verbandelungen und unschönen Dinge, die Novell damit angestellt hat, kommt es für mich nicht in Frage. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt anderer Meinung sein. Wer sowieso Windows benutzt, hat sowieso irgendwo in irgendeiner Form die USA am Bein. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wir schauen uns das nächste System an, das dann vielleicht keine Lizenzbedingungen mehr hat, weil das unter Linux fast schon ein No-Go ist. Und tschüss.